Ja, ich bin heute mal wieder mit Heiko unterwegs. Wo sind wir überhaupt? Cuxhaven, Holte Spangen Richtung Saalenburg. Ja, wir haben auf jeden Fall das perfekte Wetter. T-Shirt. Und das rein optisch gefällt mir das hier schon mal sehr, sehr gut. Aber durchaus für norddeutsche Verhältnisse. Ja, Steigung. Ist das ja schon fast voralpin, ne? Und Klettergeschirr brauchen wir noch nicht. Sag das nicht. Mal eine andere Steigung, wie die die letzten Tage gemacht hat. Aber auch gut für uns hier im Norden. Kommt ein Wetter dabei. Aber echt nicht hier. Ja. Ach guck mal, hätten wir das gewusst. Ja, dürfen wir da nicht hin. Sind Pferde bevorzugt so ungefähr. Hier hast du extra Wege nur für Pferde. Das heißt, ich dickes Pony darf auch laufen? Ja. Stimmt. Heu frisst ja. Also mit einem guten Wetterbeständen schaffe ich öfter mal. Ne? Aber das ist ja richtig mega. Das hat ein bisschen was von Lüneburger Heide. Ne? Ja, das ist hier auch die Küstenheide. Ja. Und gleich warm, ne? Ja, Hammer, ne? Was soll das heute werden? An 20 ich Grad oder so. Ahnung, aber auf jeden Fall richtig ein schöner Tag. Ja. So muss das. Von den Pferdefahrten. Sag ich doch. Ja, genau. Das heißt, das müssen wir hier echt nochmal machen, wenn die Heide blüht, wa? Dann gehen wir aber in Cuxhaven runter, wo ich letztens gegangen bin, beim Hund, ja. Am Deichland. Und dann hinterher das Lost Place. Das ist ja mal Fernsicht. Ja. Jetzt wissen wir, auf wem die Kette fehlt. Weil ich habe hier noch eine Aussicht drauf, die kann ich aber nicht lesen ohne Brille. Ja, die Aussicht von da oben ist bestimmt auch gut. Ja, ja, das ist so Hering in groß, ne? Ja. Fällt auf jeden Fall nicht um. Hier haben wir gefunden. Ich würde sagen, da geht's richtig runter, ne? Oh ja. Guck mal da unten, Hase. Sehe ich nicht. Der ist gerade weggerannt. Das geht aber mächtig runter hier, ne? Aber hallo! Da unten rennt er. Kannst du ihn wieder hören. Ja, erstaunlich. Irre. Guck mal hier, voll die Riesenameisen da am Baum. Oh ja. Ne, ganz ehrlich, wenn du mich jetzt hier einfach so ausgesetzt hättest, du wärst doch nicht auf die Idee gekommen, dass du hier irgendwie kurz vor Cuxhaven bist. Eine andere Landschaft.
Na, ich glaube, da unten war eine Wildschweinsuhle oder irgendwas. Und uns das mal angucken. Ohne auf die Nase zu fallen. Das ist die Voraussetzung. Das ist halt herrlich grün hier, ne? Ist alles voll mit Moos hier. Ja, wie eine andere Welt, ne? Ja. Total geil, ey. Ja, jetzt machen wir erstmal ein kleines Päuschen hier. Das ist so schön hier, die Ecke. Heiko war kurz da unten nochmal bei der Kuhle. Ja, da unten sehe ich ihn. Ja, echt klasse. Und das ist so herrlich warm. Ich genieße das dermaßen. Hast du dir jetzt auch so eine Pfanne in der Größe geholt? Aber das ist noch, ist jetzt nicht die Trangia, oder? Doch, die ist nur anders beschichtet. Also das hier ist ja dieses Anti-Stick und... Genau, die habe ich mir auch noch geholt. Ja. Aber die, laut Internet, soll die noch leichter sein und soll auch nicht anbrennen. Okay. Ich teste das mal. Ausprobieren. Weil die habe ich mir letzte Woche noch geholt. Ja. So, ich habe hier so Grillgemüse-Ravioli gefunden. Boah, mal schauen. Ich auch die andere, die du hattest, wollte ich sagen, da brannte sogar Wasser drin an, ne? Ja. Ohne Gewürze geht ja nicht. Ne? Nee. Noch einmal die klassische Mischung. Stich ja extra Classic drauf. Genau. Ich muss immer noch einen kleinen dazu tun, sonst... Nicht stark genug. Ja. Muss ja auch ein bisschen kratzen im Hals, sag ich. Kaffee muss gut sein. Also, das sieht gut aus. Da ist ordentlich was drin. Der ist gut, ne? Man kann ja ruhig immer mal üben, ne? Ja, genau. Ich habe hier so viele Knoten drin. Riecht aber schon richtig speckig, ne? Ah, ich liebe diesen Gott. Den könnte ich mir als Duftbaum ins Auto hängen, ey. Noch keinen gehabt heute Morgen, ne? Da liegt's dran. Na ja, guck, siehst du? Gerade vom Baum. Das gibt's doch nicht, Mensch. So. Alles wieder sauber. Schöner Platz, wirklich. Ja, finde ich auch. Meinst du, wollen wir die Richtung probieren? Keine Ahnung, wo du rauskommst. Ja, dann nehmen wir die. Genau. Oder das geht auch ein paar Meter runter. Ja. Der ist gut, der Baum, ne? Ja, ne? Hat was. Könnte, glaube ich, auch schon einiges erzählen. Ah, ja. Ja, wo ist denn der Weg? Ach, da. Da ist nicht viel Weg. Mann, wie steil geht das hoch? Ja, irgendwie ist hier mehr Erdkrümmung wie sonst, ne? Ja. Aber so kannst du am Zaunfall sehen, wie schräg wir sind. Wie eine Waage. Ah,
Dahinter, ja. Na gut, das fällt da ja auch ab. Naja, sieht zumindest so aus. Dann hätte man lieber geradeaus gehen sollen, ne? Ich glaube, inzwischen können wir die 20 Grad erreicht haben, oder? Ja, glaube ich auch. Meine Herren, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Na, die ersten Pferde hinten schon wieder. Ja. Aber es ist auch alles knochentrocken hier, ne? Ja. Wenn du überlegst, was das die letzten Wochen geregnet und gestürmt hat. Und jetzt schon wieder alles knochentrocken, ey. So, das ist mal robust, ne? Wahnsinn, ne? Ja. Erfüllt das nun irgendeinen Sinn? Eigentlich nicht. Oh, kann ich aber auch mit leben. Geh mal an die Kette. Ja, amtlich, allein das hierher zu schleppen. Und das geht ja noch ein ganzes Ende weiter. Ja, super Tag, super Wald, super Essen, super Begleitung, war super Wetter. Jetzt werde ich rot. Das liegt an der Sonne, weil die war heute den ganzen Tag an, herrlich. Nee, auf jeden Fall eine schöne Ecke und ich glaube, hier kommen wir noch wieder. Auf jeden Fall, war schön. Ein paar Punkte markiert, lohnt sich. Und wie gesagt, Flachländer freuen sich auch mal, wenn es ein bisschen hügelig ist. Und was hattest du, wie viele Höhenmeter haben wir geschafft? 103. 103 Höhenmeter. Das ist die Kuh immer hoch und runter, ne? Ja. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.